Hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Child of Light. Ja, wir fliegen hier umher. Mal wieder. diesmal im Dornenbaum. Wir haben in der letzten Folge einen großen bösen Mann erlegt. Und haben uns den Weg hier frei geprügelt. Ich muss sagen, mir ist der Dornbaum nicht ganz geheuer. Ich bin schlecht im Reim. Ich wollte jetzt eigentlich irgendeinen tollen Reim machen, aber... Ja, Heureka. Eigentlich hatte ich einen Überraschungsangriff, dachte ich. Greifen wir besser den an. Du verteidigst. Das schaffst du nie. Okay. Verteidigst nochmal. Oh, ich liebe diesen Gegenangriff. Na gut, gelähmt ist jetzt nicht so geil. Ja, jetzt kann ich wieder verteidigen, weil die schon so weit vorne sind. Oh, der tut so weh. Ich würde das gerne einmal mitnehmen. Dankeschön. Du greifst jetzt den nochmal an. Ich meine, irgendwann muss es den ja mal zerpflücken. Dankeschön. Ja, verteile es nochmal. Jetzt seht ihr das mal mit dem Heilen. Also das verbraucht zwar seine Energie, aber die können wir nicht wieder auffüllen. So. Sehr gut. Den hat's zerfetzt und jetzt werden die anderen beiden wieder in der Timeline zurückgeschmissen. Also man merkt schon, dass die Kämpfe strategischer werden. Halleluja. Aber sie geben auch massig an Erfahrungspunkte. Das muss man auch dazu sagen. Autsch. Das war klug. Ist hier oben was? Nö. Hier oben ist auch nichts. Autsch. Wah. Richtig früh. Wah. Ach komm. Au. Also ich muss sagen, mein größter Feind sind irgendwie die Dinger in der Umgebung, habe ich das Gefühl. Wir machen mal Hieb auf alle. Und du auf den, weil... Mich nervt der da hinten irgendwie am meisten. Das gesehen, wenn er erschöpft, sieht das auch sehr niedlich aus.
Ja, ein von beiden muss das ja treffen. So, endlich ist das Viech. Tschüss. Es wird nochmal Zeit. Also, du haust den jetzt mal und du zeigst jetzt mal, wie gut du heilen kannst. Das hat sich doch mal gelohnt. Hey, Stufenaufstieg. Hier ist noch. Ansonsten nichts. Uah. Komm, rammen. Von hinten. Ja, ich habe ja gesagt, es waren immer so viele Gegner. Ich hätte es übrigens toller gefunden, wenn man drei Mitstreiter hätte mitnehmen können. Aber das geht nicht. Es sind tatsächlich nur zwei. Jetzt weicht sie aus, ne? Das hat jetzt irgendwie gar nichts gebracht, wa? So, holen wir uns das mal eben. Nom, nom, nom. Und tschüss. Doch die gelben. So, das sind jetzt zwei Punkte hier und zwei Punkte da. Konterheilung. Ja, irgendwann mal. Oh, hier können wir wieder leuchten. Nee, komm mal. Brav. Ganz, ganz, ganz brav. Heilen tut auch ganz gut. Was ist denn hier oben? Ein Geheimversteck. Das ist der Ausgang. Oh Gott, dieser Ton, ne? Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr hier dran erinnern. Ist hier oben was? Bin ich hier schon richtig? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Oh, Himmel, was bist du denn? Ist ein optionaler Boss? Okay. So. Wow. So, verteile ich es auf. Obwohl, du könntest dich mal heilen. So.
Ach, das klappt so wunderbar. Großartig. Ach, schade. Na gut, er macht nur wieder seinen Tempo-Boost. Verteidigung, Sternstaub erhalten. Das war ja anscheinend echt ein optionaler Boss, denn da bin ich irgendwie beim ersten Mal dran vorbeigeflogen. Ich weiß auch nicht. War wohl anscheinend doch nicht so 100%, wie ich angenommen habe. Kann ja mal vorkommen. Ist hier was? Ach, das war ein Gegner. Ich dachte, der wäre im Hintergrund. Ach, und wieder ein schwebender Wolf. Was bist du denn hier? Ist schon interessant, wie dunkel das hier drin ist, wa? Tschüss. Und tschüss, oder? Ja, wunderherrlichprächtig, das hat ja wieder wunderbar funktioniert. Ach ja. Jetzt hier runter, ja. Gut, weiter ist. Hier ist auch nichts. So, hier irgendwo war dieses Viech. Das da. Aua, das nehmen wir jetzt auch noch mit. Himmel. So. Ja, Zauber drüber Verteidigung. Nee, kein Effekt. Glück gehabt. Oh, ich bin hier unten dran gekommen. Ist mir gar nicht aufgefallen. Yay, 50-50 Chance, gut gehabt. Der Spinne machen wir irgendwie viel Schaden, kann das sein? Also ungewöhnlich viel Schaden. Geräusche, die das Viech macht, sind echt gruselig. Aurora hat einen neuen Fertigkeitspunkt. Jetzt geht es in die Richtung. Für die Heilung noch mal kurz.
geht eigentlich unten lang. Haben wir jetzt festgestellt. Oben war alles optional. Na gut, beides auf sie gegangen. Daher halt bestimmt. Meiner Meinung nach kommt dieses Kontern viel, viel, viel zu selten. Aber gut ist es trotzdem. Da fällt mir ein, wir haben doch auch genau das. Wunderbar. Das macht so Spaß, einfach alles nur in sie zu pulvern. Ich meine, ne, im Grunde ist das ja auch die Protagonistin des Ganzen. Es gibt noch einen anderen Charakter, den ich sehr, 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 sehr gerne mochte. Wenn es soweit ist, werde ich euch sagen. Also, ich werde es euch hinterher sagen, sagen wir es mal so. Ausgewichen, schämst du dich nicht? Blöde Spinne. Ach, verdammt, die Spinne ist dran. Ach, noch ist nur Fun. Ja, wie üblich. Aber immerhin ein Gegenangriff. Immerhin krittet. Also mir macht das unglaublich. Ich hoffe, das macht beim Zusehen genauso viel Spaß, wie es beim Spielen selber auch macht. Es gibt ja so Spiele, wo das einfach keinen Spaß macht, aber es hat ja halt diese taktische Komponente, wo man sich dann darüber aufregen kann. Warum hat die das jetzt so scheiße gespielt? Ach ja. Das wüsste ich dann meistens auch gerne. Sehr gut. Noch schnell hier rüber. Eben eingesammelt. Ah, ich will kein Amethyst. Verdammt, da habe ich noch eins. So, hier unten war nur die Truhe, ne? Ja gut, was war jetzt hier noch? Ah, das war jetzt wieder doof, aber egal. Ah, das ist auch wieder wichtig, ne? Schön merken. Links geht's zum Dorf. Gut, dann. Autsch. Gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Ja, hier sind wir ja lang geflogen. Hier war ja nichts. Dann fliegen wir jetzt mal hier hoch. Nee, hier ist leider auch nichts mehr. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Schnitt. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Warte mal, wo war jetzt der Wegweiser? Da war der Wegweiser. Sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Child of Light. Ich wollte jetzt Castlevania sagen. Ich habe das so drin gehabt, irgendwie die letzten Tage. Ich weiß auch nicht. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis dahin.